Heute, liebe Kinder, lernen wir die Geschichte mit den Bienchen und Blümchen und was Störche damit zu tun haben. Nur hier auf Game Inc. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt heute, wie ihr oben schon gelesen habt, hoffentlich, Shelter. Helter Shelter. Und das ist ein Spiel, welches ich schon lange auf dem Zettel hatte. Und jetzt mit einem guten Kaffee genießen werde mit euch. Ich habe ein neues Spiel gestartet. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal ins Spiel rein. Und ich sage, fortsetzen, damit wir alles synchron haben. Und wir haben hier so eine Art Dachsmutter. Nein, wir spielen eine Dachsmutter, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Und jetzt müssen wir mal gucken, können wir ranzoomen, können wir nicht. Und so wie ich das in der Beschreibung mitbekommen habe, geht es darum, sich um seine Kleinen zu kümmern, ihnen Futter zu beschaffen und so weiter. Die Kamera ist gerade sehr weit rausgezoomt. Ich kann weiter rauszoomen, aber ich würde gerne weiter reinzoomen. So. Und wenn es unserem Viech schlecht geht, einem unserer Kleinen, ergraut es scheinbar. Und wenn es was zu essen kriegt, geht es ihm wieder besser. Und es folgt uns. Und wir ziehen jetzt raus in die große, weite Welt, um uns einen neuen Platz zu suchen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, warum wir rausgehen. Hier ist doch hübsch. Ist vielleicht nicht so grün, aber geht schon. Und warum habe ich mir dieses Spiel wohl gekauft? Leute, die mich vielleicht kennen, wissen, dass ich auf abgefahrenes Design stehe. Und das Ding ist ja wohl richtig abgefahren. Ich meine, guckt euch mal diese Wandtextur an. Da ist ein Kreis mit eingebaut oder Kreise. Dann haben wir diesen Low-Poly-Stil, wo jetzt Leute sagen, ja, hat man sich nicht so viel Mühe gegeben. Das Fell sieht auch nicht so geil aus. Die Texturen sind sowieso voll scheiße. Aber mir gefällt dieser Look. Es hat eine sehr schöne Farbstimmung. Und jetzt, wir gehen mal links. Natürlich, die Kollision ist fragwürdig. Können wir auch sprinten oder so? Also, wir können nur ranzoomen. Und wir sehen jetzt hier auch ein paar Credits durchlaufen. So. Oh, jetzt geht's raus. Hübsch, hübsch. Was mir nicht so gut an diesem Spiel gefällt, ist die Bodentextur. Die finde ich grenzwertig. Das hätte man schon schöner machen können. Okay, hier kriegen wir jetzt das Tutorial. Grafisch sehr ansprechend gemacht. So, wir können hier Sachen rausreißen und es in den Mund nehmen und dann sind wir so begeistert, dass unser Mund auch offen bleibt. Und ich mache mir jetzt mal ein bisschen mehr Ton. Und es hat so ein bisschen eine Stimmung wie Minecraft. Man hat so ein bisschen Nebengeräusche, hat dann so leise Musik. Zack, wir können hier sprinten und dann gegen diesen Baum uns knallen. Und immer, wenn ein Viech was gegessen hat, bekommen wir ein befriedigende Klang mit der Gitarre. Da sehe ich doch noch einen Apfel am Baum. Wir können unsere Kleinen auch rufen. So, und die antworten auch. Ganz witzig finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das alles ist. Ob wir einfach nur hier weitergehen, Essen einsammeln und jagen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die, also so ein bisschen die Versoftung von Tokyo Jungle, dem PS3-Spiel, wo man allerhand Getier spielt, sich fortpflanzt und zu überleben. Aber bis jetzt sehe ich ja noch keine großen Probleme auf uns zukommen. Und da ist ein Schmetterling. Schmetterling.
Schon sehr schön. Der Kaffee ist immer noch so heiß am Anfang der Sendung. Da ist doch noch ein Baum, der hält sogar zwei Äpfel. Zack, fallen beide runter. Wunderbar. Wer jetzt denkt, dass wir hier eine riesen Open World haben, muss ich leider enttäuschen. Es ist nicht sonderlich Open World. Wir sind bis jetzt noch in einem recht stringenten Schlauch unterwegs. Aber da hinten sieht doch interessant aus. Hier so das Wasser. Das ist zwar alles nur so eine Kreistextur, aber interessante Ideen. Also mir gefällt das. Wir gehen ja jetzt natürlich nicht drüber, weil ich habe Angst, dass die Kleinen da einfach weggeschwemmt werden. Das wäre nicht so toll. Also die können sich durch den Look schon viele Freiheiten erlauben in Bezug auf Kollision. Hier die Blätter haben zwar etwas Kollision, aber es muss sich nicht so genau verhalten. So, hier können wir wieder was rausziehen. Zack, lassen sie auch wieder liegen. Werden die auch größer mit der Zeit? So, hier sehen wir können auch Frösche sammeln. Beziehungsweise jetzt richtig jagen. So ein bisschen aufs Timing ankommt. Schauen wir mal, ob wir irgendeinen Frosch erblicken können. Ach, ist das herrlich. So, müssen auch immer ein bisschen warten. Nicht, dass die Kleinen zu weit nach hinten fallen. Zack. Gucken wir doch mal, was hier ist. Oh, da ist ein Frosch. Da schleichen wir uns jetzt an. So, haben wir ihn noch. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns doch mal hier in dieser Höhle um. Es wird einem auch nicht gesagt, was zu tun ist, wo man hin muss. Ich meine, sehr viele Möglichkeiten haben wir nicht. Ich behaupte, wir laufen hier gerade einfach zurück. Blöd. Yes, wir laufen einfach zurück. Das heißt, umkehren, meine Lieben. Aber cool sieht es aus. Cool sieht es aus. Nice. Gut, dann gehen wir hier mal weiter den Wald. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch was von meinem Teechen trinken kann. Total fancy heute mit Chai Latte. Bin ich großer Fan geworden. War ein bescheuertes Getränk. Ich meine, das ist Schwarztee mit Milch. Aber denkt man, da macht man einen Tropfen richtige Milch rein? Nö. Warten wir jetzt mal kurz. Kein Tropfen richtiger Milch, ist alles Pulver. Pulver und Zucker. Zuckerpulver. Ich werde so ungeduldig mit euch. So. Hey, was die Kopfschmerzen haben muss am Ende des Tages. So, alle wieder da, dann kann es ja weitergehen. Wahrscheinlich kommen auch Fressfeinde irgendwann auf uns zu. Und es gibt auch einen zweiten Teil, den ich ebenfalls mir geholt habe. Schön in einem Bundle. Und den werde ich mir, wenn ich den hier durch habe, auch mal angucken.
Denn ich behaupte, ich habe da Bock auf das Spiel. Ach, die Wolken. Fantastisch. Es fliegt ein Vogel. Wahnsinnig idyllisch. Und die Farbpalette ist auch sehr gelungen. Mit den sehr matten Farben. Schönes Farbspektrum. Ist ja richtig so kulturmäßig heute bei uns. Da ist noch ein Baum. Knall da doch da mal mit dem Kopf dagegen. Zack. Ist aber auch nur ein Apfel als dran. Es gut läuft zwei. Ja, da freuen sie sich. So, hier, essen. Knusper, knusper. Und weiter geht's. Okay, wir werden etwas langsamer, wenn wir da durchgehen. Ich behaupte, die Viecher wachsen auch. Oder? Ja, die haben unterschiedliche Größen. Und die Sonne. Oh, was haben wir hier? Zack. So, wer will das haben? Eine Ratte oder eine Maus? Nice. Was ist denn das hier? Ach, nur ein Stein. Wolltet ihr mal wissen, wie Bäume von innen aussehen? So. Total interessant. Flecktarnbäume. Oh, da unten hätten wir wahrscheinlich auch lang gekonnt. Aber da kommen wir von da. Nee, von da kommen wir. Das ist wieder der Wasserfall. Interessant. So, meine Lieben. Hintereinander weg. Nicht, dass wir abstürzen. Ja, dass der auch mal wieder was zu essen kriegt. Sonst ergraut der wieder. Weil die Größeren ihm alles wegfressen. Ich behaupte, dass man da sich drum kümmern muss. Oh, jetzt ist hier aber ein Fuchs. Hat der uns entdeckt? Interessant. Stealthen wir uns doch mal an. Hat ein bisschen was von Assassin's Creed jetzt. Hat er uns jetzt bemerkt, ja? Zack! Na, wenn das mal nix ist, na, da können sie alle aneinander. Ist aber ganz schön brutal. Also für Kinder ist das nix. Da haben sie ihn weggeputzt. Nicht einmal die Knochen haben sie übrig gelassen.
Alter. Wie lange machen wir den Spaß denn schon? Schon wieder viel zu lange. Leute. Aber 5 Minuten geben wir uns noch. Ein bisschen Überbiss. Mittlerweile müsstet ihr doch eigentlich... So. Erstmal hier dem Kleinen was geben. So. Ja, die werden immer so ein kleines Stückchen größer. Ja. Müssen wir immer gerecht verteilen, das Futter. Da hätte ich eher drauf achten müssen. Am Anfang sieht man es auch noch nicht so gut. Was haben wir denn da? Ist das ein Maulwurfshügel vielleicht? Yes. Ach, Maulwürfe sind das. Zack. Na, wer will? Mal gucken. Hier. Interessant. Okay. Gehen wir weiter auf die Suche nach was zu essen. Und das Gebiet öffnet sich auch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Was von dem Spiel, wo auch Speedruns gibt. Zack. Ja, nicht der Große, der kommt immer gleich. Der schneller ist wie die anderen. Die Kleinen haben das Nachsehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wer was kriegt. So. Aber sie sind ganz artig. Guck sie dir an. Sieht man ganz genau. Ja, genau. Wunderbar. Jetzt noch mal was. So, einer von euch beiden. Relativ egal, wer von euch. Sehr schön, sehr schön. Wo geht's jetzt hin? Keiner zurückgelassen bei mir. Ich bin eine sehr sorgsame Mutter. Waren wir nicht mal mehr? Jetzt mal ernsthaft. Waren das nur 4 Kinder? Das wird schon richtig sein. Merken wir uns aber mal 4. Nicht, dass wir... Oh, guckt euch das an. Ach du Scheiße. Uiuiui, jetzt kommen die Fressfeinde. So, wenn der Schatten über uns hinweg ist. So, schnell, 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 schnell. Gut. Jetzt schnell hier drunter. Oh, das war knapp. Ah ne, es sind 5 sogar. Das war a close call.
So, wenn er über uns hinweggeflogen ist, geht's wieder weiter klein. Lässt sich gerade ein bisschen bitten. Jetzt. Gut, auch das haben alle überlebt. Ist die Frage, wo müssen wir hin? Lass mal dahin gehen. Das sind ganz geile Ideen. Okay, jetzt. Schön. Das auch wieder hingekriegt. Jetzt, das ist unser rettendes Loch, würde ich behaupten. Okay, jetzt ein guter Zeitpunkt. Nice. Okay, jetzt zack, zack, zack. Durch, 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 durch. Gut. Das Assassin's Creed gepaart mit Metal Gear Solid. Wo ist jetzt dieser... Ah, da ist dieser Baum. Dann müssen wir hier hin. Hier ist ganz gut. Als wenn er abdreht. Du drehst so, so, so. Jetzt ist er ganz weit. Los, los, los. Das haben wieder alle geschafft. Das stimmt mich glücklich. Jetzt ist gut. Zack, 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 rüber, rüber, rüber. Wunderbar. Der Vogel jetzt weg. Sollten wir es geschafft haben. Yay! Victory! Oh nein! Oh nein! Ah, okay, wir haben es überlebt. Yay, alle wohl auf. Okay, es ist Nacht. Interessant. Aber wir können... Ich kann nicht mehr sprinten. Tja. So geht die Reise wohl weiter. Aber nicht für uns, Leute. Ich mache hier mal Pause. Das waren jetzt ein paar Minuten mit Shelter. Und wenn euch... es gerade so gehuckt hat wie mich, dann gebt diesem Spiel auf Steam mal eine Chance, ladet es euch runter und meine Empfehlung habt ihr. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und sage Adieu und bis auf dann.